Hallo zusammen, heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr wirklich reich werden könnt. Es gibt unendlich viele Ratgeber zu dem Thema, wie man erfolgreich wird. Aber um zu wissen, wie es wirklich funktioniert, gibt es eine ganz einfache Methode. Und zwar, dass wir nur von denen lernen, die wirklich Erfolg in ihrem Leben hatten. Und solchen Leuten wollen wir jetzt einmal auf die Finger schauen. Erstens, Ziele hoch. Es ist extrem wichtig, sich hohe Ziele zu setzen. Der Einsatz, den wir geben, die Intensität unserer Bemühungen sind immer daran orientiert, was für Ziele wir uns setzen. Vielleicht hast du abends freie Zeit. Wenn du dir hier nichts vornimmst, wirst du die Zeit wahrscheinlich relativ ungenutzt dahin fließen lassen. Wenn du dir dagegen vornimmst, eine neue Sprache zu lernen, ein Instrument zu lernen, dann hast du ein Ziel und nur so wirst du erfolgreich. Eine besonders erfolgreiche Frau war die amerikanische Autorin Ellen White. Sie hat Unmengen von Büchern verfasst und ist die meist übersetzte Autorin der Geschichte. Sie sagt, Zitat, ein zielloses Leben ist ein totes Leben. Der Verstand sollte sich mit Dingen befassen, die Ewigkeitswert haben. Das dient auch der körperlichen und seelischen Gesundheit. Zweitens, arbeite hart. Ich weiß, dieser Punkt ist wirklich unangenehm. Wir alle hören lieber Schlagzeilen wie verdiene 10.000 Euro in nur 2 Wochen oder wir lieben Geschichten von Menschen, die quasi per Zufall im Internet irgendwie reich wurden. Nur die Realität sieht anders aus. Wir schauen uns mal ein paar wirklich erfolgreiche Personen an und sehen, was sie zu sagen haben zu dem Thema erfolgreich werden. Albert Einstein ist der wohl bekannteste Physiker überhaupt. Geschichte geschrieben hat er vor allem in seinem Wunderjahr 1905, wo er quasi neben seinem Job 5 wissenschaftliche Artikel veröffentlichte, von denen 4 die Wissenschaft komplett umkrempelten. Für eine davon bekam er sogar den Nobelpreis. Er sagt, Zitat, Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung. Johann Sebastian Bach war ein Genie. Er hat etwa 2000 Stücke komponiert, von denen einige Weltgeschichte geschrieben haben. Und er ist vielleicht der größte Komponist aller Zeiten. Er sagt, Zitat, wozu ich es durch Fleiß und Übung gebracht habe, dazu wird es auch ein anderer, der nur halb so viel Talent und Geschick hat, auch bringen. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn du erfolgreich sein willst, tue etwas. Am Anfang ist es etwas schwierig, seinen Hintern von der Couch zu bekommen. Mach es dir zur Gewohnheit, dir immer wieder während dem Tag die Frage zu stellen, wie sinnvoll ist das, was ich jetzt gerade mache? Salomo war einer der weisesten Könige der Antike und ist bis heute in allen Ländern bekannt. Er bringt es auf den Punkt, Zitat, wer nachlässig arbeitet, wird arm, fleißige Hände aber bringen Reichtum, Sprüche 10, Vers 4. Der dritte Punkt ist, Fehler eingestehen. Für viele junge Studenten ist der Automobilhersteller Porsche ein Traumarbeitgeber. Es ist spannend, was einer ihrer Ingenieure mir sagte, wie man sein muss, um bei ihnen arbeiten zu können. Er sagte, bei Porsche erlauben wir, dass die Mitarbeiter Fehler machen. Aber nur einmal. Jeder Mensch macht Fehler. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Wenn du sie versteckst, hast du nicht die Möglichkeit, aus ihnen zu lernen. Salomo der Weise drückt es so aus. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28 bis 13. Ben Carson ist der vielleicht weltbeste Neurochirurg und er hat vieles erreicht in seinem Leben. Er sagt, Zitat, wenn man Entschuldigungen nicht akzeptiert, hören die Leute ziemlich bald damit auf und sie schauen stattdessen nach Lösungen. Das ist das Entscheidende auf dem Weg zum Erfolg. Der vierte Punkt ist, sei sparsam. In meiner Verwandtschaft gibt es 2 Brüder. Beide wollten reich werden. Der eine hat sein Leben lang viel gearbeitet und große Karriere gemacht, aber auch immer in Saus und Braus gelebt. Der andere hat keine sonderliche Karriere gemacht, aber sehr sparsam gelebt, nie in den Urlaub geflogen. Ratet mal, der Sparsame ist heute viel, viel reicher als der, der Karriere gemacht hat, aber alles ausgegeben hat. Salomo sagt, Zitat, wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Sprüche 21, Vers 17. Der fünfte Punkt ist, bleibe gesund. Gerade wenn man jung ist und Lust hat, Karriere zu machen, hat man für quasi nichts anderes einen freien Kopf. Aber aller Erfolg bringt nichts, wenn du krank bist und es nicht genießen kannst. Je weniger du auf deine Gesundheit achtest, desto früher wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen. Sebastian Kneipp war todkrank, fand durch ein Buch eine geniale Heilmethode und erlangte Weltruhm. Mehr dazu kannst du in diesem Video sehen. Von ihm kommt das Zitat, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen. Also, willst du erfolgreich sein, dann tu dein Bestes, auch gesund zu bleiben. Also, um wirklich erfolgreich und reich zu werden, musst du nur die folgenden 5 Punkte beherzigen und du wirst garantiert Erfolg haben. Erstens, setz dir hohe Ziele, denn du wirst niemals höher kommen als die Ziele, die du dir setzt. Zweitens, arbeite hart, das ist der Schlüssel zum Erfolg, auch wenn es weh tut. Drittens, steh dir deine Fehler ein und zieh die richtigen Schlüsse, was du besser machen wirst. Sei sparsam, das ist die einfachste Methode, reich zu werden. Und fünftens, bleib gesund, vergiss das niemals, sonst wirst du es wirklich bereuen. Der erste Schritt wäre, abonniere meinen Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auf die Wahrheit kommt es an.